Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Ich wollte oder hatte mir geplant, eigentlich zu diesem Produkt ein Unboxing zu machen. Aber das hat sich soweit eigentlich erledigt, weil das ist der Karton. Den mache ich auf, da ist Styropor drin. Hatte ich ja im Odin mal shoppen schon gezeigt. Und hier ist das Produkt, also der Totenkopf. Mehr ist da nicht, also da lohnt sich kein Unboxing. Was soll ich denn da Unboxing machen, auspacken, ja, eine Minute Video. Ist ja auch Schwachsinn. Okay, gut. Also machen wir ein komplettes Video einfach darüber, würde ich sagen. Weil sonst bringt das ja auch nichts. So. Ich habe auch ein bisschen was vorbereitet. Ich muss das aber diesmal wieder von hier machen, weil wenn ich das von oben mache, da seht ihr kaum was. Das ist totaler Schwachsinn. So. So. Das ist der Totenkopf. Also mittig. Ja, ich habe mein Fokusfeld nämlich mittig eingestellt, deswegen immer schön zusehen, dass der mittig ist. Da gibt es eigentlich jetzt großartig ja nichts zu sagen, einfach nur, dass er halt aus Keramik ist. Wir können das obere Teil hier rausheben. Das ist halt praktisch einfach nur also hier unten sollte eigentlich auch irgendwie so eine Rolle drin sein von dem Zeug, was irgendwie Farbe leitet oder so. Also das Licht leitet. Ist hiervon nichts mehr zu sehen. Also anders als auf der YouTube-Beschreibung. Ach Quatsch. Amazon-Beschreibung. Na, Hauptseite funktioniert. Das werden wir jetzt erstmal überprüfen. So. Zu diesem Zweck habe ich hier schon mir ein Kabel mit hier genommen. So. Ich muss halt nur jetzt den hier noch schnell einbamseln. Ach Gott, ey. So. Dann haben wir hier halt. Warte mal. Ich habe gerade was gesehen. Wartet mal kurz. Müssen wir mal kurz. Nee, hat mich getäuscht. Dachte, leuchtet schon ein bisschen. Und dann haben wir an der Rückseite haben wir ein kleines Loch. Da machen wir den Kabel durch. So. Ich werde jetzt auch gleich öfters eins von den Aktivierungswörtern sagen. Also macht euren Echo oder Amazon und Fire TV und was weiß ich, macht die am besten stumm. So, ich habe hier beide mir hergeholt. Wir testen erstmal mit dem großen. Das ist Kacke. Nee, das ist Kacke. Das geht so nicht. Der geht zurück. Der geht zurück. Also da beschwere ich mich. Der passt gar nicht hinten, der Kabel. Da? Der passt nicht. Gucken wir mal wegen der Größe. Gut, der passt auch. Aber damit der zur Geltung kommt, müsste man den praktisch umdrehen. Aber nee. Nee, das ist mir nichts.
Also der ist was höher, der guckt das oben raus. Das würde so, also den für den Kleinen könnte man nehmen. Müsste den Kleinen dann aber umdrehen. Ja? Also dann mag es gehen. Aber dann kann man ja halt die Uhr nicht mehr sehen. Also würde dann für welche gehen, die keine Uhr haben. Also von den kleineren, von Echo Show 3. Quatsch, Echo hier, Dings. Ihr wisst, was ich meine. Siggi? Wie geht's dir? Es geht mir fantastisch, spitze, ja phänomenal gut. Ich habe ein Update erhalten, den sogenannten Doppelmodus. Probiere ihn aus und sage, gib mir den Doppelmodus. Nein. Ich will nicht alles doppelt hören. Also für den Kleinen ohne Uhr mag es gehen. Aber der Große, also da haben sie sich vermessen. Das geht ja gar nicht. Weil der müsste denn, der guckt hier oben raus. Der sitzt nicht richtig drin, seht ihr das? Also normalerweise müsste das praktisch so, so müsste das drinne sein. In diesem Plexiglasteil. Mensch, ich muss du mal noch ein Stück zurück hier. Leck mich doch. So müsste das drinne sein, dass es hier schön leuchtet und dass die Farben zur Geltung kommen. Ja, und dass man die Uhr auch vernünftig sieht. Aber wenn ich das so habe, passt es hier nicht mehr rein. Sobald ich das denn hier wieder versuche reinzumachen, das ist zu kurz. Der müsste hinten. Das sitzt hier total locker drauf, nicht fest. Also hier. Also. Es geht, man kann es nehmen, aber der Kabel wird hinten extrem abgeknickt. Man will ja auch die ganze Zeit eigentlich drinnen lassen, aber normalerweise, wenn das hier richtig drauf ist. So, jetzt ist er richtig fest drauf. Dann ist er auch fester. Da bin ich echt enttäuscht von. Versuch's nochmal irgendwie hinzukriegen. Aber das Ding geht zurück. Das Ding geht zurück, da beschwer ich mich. Das sitzt nicht richtig drin. Also dafür, beziehungsweise es geht halbwegs, aber der Kabel ist definitiv zu weit abgeknickt. Das ist ja. Guckt euch das mal an. Das ist ja. Der ist total abgeknickt. Und nicht nur beim normalen Kabel, sondern hier schon bei dem dickeren Ende. Sieht man das? Und das sollte eigentlich nicht sein. Aber wir können uns das ja mal angucken, wie es aussieht. So. Siggi? 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 Siggi. War das Siggi? Ach nee, das ist ja Siggi. Ach, das ist ja Echo. Echo? Wie geht's dir? Ich bin in frühlingshafter Laune, Da da sieht man das nicht. Wetter besser wird. Du auch?
Ja, also es ist ein bisschen schwach. Wir können noch mal kurz hier den Stecker rausziehen, so, und wieder reinmachen, dass er sich hier noch mal neu verbindet, dann sieht man es. Dann leuchtet er ein bisschen mehr. Also da sieht es eigentlich ganz cool aus, würde ich sagen. Aber eigentlich war in dem Ding erklärt, dass es grün leuchtet. Und da sahen auch die Dinger nicht durchsichtig aus in den Augen und oben. Die sahen eigentlich grün aus. Die Plasteteile. Echo? Nachrichten? Odin, hier sind deine Neuigkeiten von der Tagesschau. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Ich habe einfach mal leise gemacht. Echo? Stopp. Echo? Nachtlicht. Wenn du einstellen möchtest, wie lange ich leuchten soll, sag öffne Nachtlicht für x Minuten, ansonsten leuchte ich für maximal 20 Minuten. Öffne Nachtlicht für 1 Minute. Echo? Öffne Nachtlicht für 1 Minute. Es gibt zwei Dinge mit diesem Namen, Nachricht an Daniel und Nachttischlampe. Was möchtest du? Dass du leuchtest für 1 Minute. Echo? Nachtlicht. Sieht man es? Jetzt sieht man gar nichts. Obwohl er leuchtet. Also ich sehe es ja von hier oben, dass er leuchtet. Aber durch die Augen kommt kaum was durch. Ja? Och, Tigger, mach mal weg hier. Also durch die Augen kommt gerade kaum was durch. Würde ich sagen. Wir können ja mal kurz gucken, ob wir das ein bisschen pimpen können. Jetzt gucken wir mal, was ist denn das hier? Amazon meldet sich hier gerade die ganze Zeit. So, nochmal Alexa-App. Hier stimmt gerade irgendwas nicht. Ticker Smart, wo halten jetzt die Skills? Ihre Skills.
Nachtlichtskill. So. Einstellen. Skill deaktivieren? Nein. So. So, jetzt zeige ich Nachtlicht an, die App. So, jetzt geht's. Das Licht dreht sich halt im Kreis. Jetzt geht's schon wieder nicht. Aber beziehungsweise es geht, es leuchtet, aber halt zu schwach irgendwie, dass hier unten bei den Augen großartig was passiert. Nochmal Start sagen. Echo dort Flur. Stadt. Ich habe auch noch ein anderes Nachtlicht, habe ich auch noch. Testen wir das mal. Nachtlicht wurde auf Flur gestartet. Fertig. Ja, also hier ist auch an. Ihr seht, dass es leuchtet. Aber es ist halt zu schwach, dass hier was ankommt. Wir können auch Schlummerlicht mal starten. Das ist eine andere App, die fragt euch dann danach auch, ob ihr dann irgendwie was hören wollt. Ozeangeräusche oder was weiß ich. Genau das gleiche. Echo? Stopp. Ihr seht, ist jetzt nichts mehr an. Ich mache jetzt nochmal dieses Schlummerlicht an. Also Nachtlicht Plus nennt sich das eigentlich. So, ist an. Nee, nicht an. Nachtlicht Plus wurde auf Odin Echo Dot Flur gestartet. Nö. Echo? Schlummerlicht an. Echo? Schlummerlicht für 60 Sekunden. Da bin ich mir leider nicht sicher. Echo? Schlummerlicht an. Tut mir leid, ich kann keine Gruppe oder kein Gerät mit dem Namen Schlummerlicht finden. Gut. Ein Skill, der nicht mehr funktioniert. Ganz toll. Nachtlicht bei dem und bei dem sagt er. Alexa? Nee, Echo. Öffne Nachtlicht. Und da seht ihr, das leuchtet wieder. Aber es ist definitiv zu schwach, dass es hier unten bei den Augen ankommt. So. Also so sieht man es ein bisschen, ja. Also bei Licht, also jetzt, bei Tageslicht, ja, da sehe ich es. Da seht ihr doch, ja. Also es leuchtet wirklich. Aber irgendwie bei nachts, jetzt sieht man es. Eben habe ich da die ganze Zeit, hat man es doch nicht gesehen. Jetzt wird es gerade dunkler. Aber man sieht es, aber im Video sieht man es halt schlecht, würde ich sagen.
Echo? Wie geht es dir? Es geht mir fantastisch, spitze, oh. Ja, phänomenal gut. Ich habe ein Update erhalten. Den sogenannten Doppelmodus. Probiere ihn aus und sage, gib mir den Doppelmodus. Echo, gib mir den Doppelmodus. Du hast soeben meinen neuen Doppelmodus aktiviert. Von nun an werde ich abwechselnd mit meinen beiden existierenden Stimmen sprechen. Meiner Originalstimme. Und meiner neuen Stimme. Oh Gott. Ich bin selbst ganz entzückt von meinem neuen Doppelmodus. Und ein bisschen irritiert. Aber ja. Eher entzückt. Und du? Probiere den Modus doch weiter aus und sag. April, April. Gott sei Dank ist der weg. Echo? Alles okay bei dir? Alles scheint zu funktionieren. Wenn du einen. Ach Gott sei Dank nur ein April-Scherz. Nutze die Alexa-App, um. Ich habe das jetzt nochmal alles überprüft. Mal gucken, ob es jetzt besser ist. Ich stelle den mal hier so ein bisschen so hin. So. Und ich lasse erstmal das Licht an, damit ihr das sehen könnt. Echo, wer bist du? Ich bin Alexa und ich bin rund um deine Stimme konzipiert. Ich kann zum Beispiel Informationen und Nachrichten liefern oder das Wetter vorhersagen. Echo, wer bist du? Ich bin Alexa und ich bin rund um deine Stimme konzipiert. Du kannst mich auffordern, Musik abzuspielen, Fragen zu beantworten, Wetterinformationen und Sportergebnisse zu liefern, To-Do-Listen zu erstellen und vieles mehr. Jetzt ist er wieder heller geworden. Obwohl ich das alles schon eingestellt habe. Wir können ja mal kurz Stecker rausmachen, Stecker reinmachen. Weil jetzt ist er ja nicht an diese Helligkeit gebunden. Die uns der Sensor jetzt hier vorgibt oder so. Jetzt können wir das einfach nochmal ein bisschen uns angucken. Also ist schon, auf eine Art ist es cool, aber das Geld, was ich dafür ausgegeben habe, ist es mir nicht wert. Ich habe mir mehr davon erhofft und es sah auch anders aus als auf der Seite. Also ich denke mal, ich werde ihn zurückschicken. Also ich sehe es noch, dass es leuchtet. Ihr seht es jetzt leider nicht mehr durch die Kamera, weil die jetzt runterpegelt. Wie gesagt, auch wenn ihr jetzt den kleinen habt, den könnt ihr verkehrt rum rauflegen. Wenn ihr halt nicht gerade den mit der Uhr habt, dann habt ihr auch das Licht. Oder ihr macht es halt so rum, habt das Licht nicht, aber ihr habt einen Totenkopf. Die größere Variante davon glaube ich nicht. Ja doch, die könnte auch passen, weil die würde dann weiter oben drauf sein. Die würde dann so aussehen, die würde dann hier oben. Weil der größere Ball ist ja was größer, da wäre mit dem Kabel wahrscheinlich auch ein bisschen besser. Denke ich mal. Aber diese kleinere, also für die kleinere Variante, es geht. Seht ihr ja, dass es geht, aber ich bin nicht zufrieden. Mit dem Kabel hinten ist mir zu eng und ja, ich weiß nicht, also für das, was das kann, ich versuche so gerade nochmal hier neu einzustellen. Nee, das ist jetzt so muss es sein. So ist es richtig fest drauf. Aber ich habe bei Amazon. Das nervt mich. Sowas nervt mich. Meine Bestellungen. Also ich habe 33 Euro dafür ausgegeben. Ich werde das hier auch gleich mal nachmessen, ob das wirklich diese... Achso, ich weiß nicht, was 5 Inch sind. Ja, hier kommt das auch mit dem Leuchten. Sieht hier viel besser aus. Ja, so soll das eigentlich aussehen. Der mit der Uhr und ja, vernünftig drinnen sitzen.
Oder so. Und dafür ist es einfach zu schwach. Das Licht, was hier drin ist. Also hier ist bei dem ist es jetzt nicht mehr abgebildet. Aber normalerweise hat er ein Bild noch, wo unten auch so ein Leuchtzeug drin war. Dass dann auf dem Fußboden auch so Leuchtzeug drin ist, dass es dann natürlich noch mal ein bisschen reflektiert wird. Das würde dann natürlich das Licht dann noch mal ein bisschen verstärken. Und so kommt das definitiv nicht an bei uns, würde ich sagen, oder? Finde ich ein bisschen enttäuschend. Ich gucke mal, ob hier schon Bewertungen geschrieben wurden. Ich kann ja keine Bewertung bei Amazon mehr schreiben. Ich habe ein paar schlechte Bewertungen gemacht, wo mir was nicht gefallen hat. Dann habe ich das auch so geschrieben. Und daraufhin hat Amazon mich gesperrt. Ist ja gut. Ne, also hier steht jetzt, also das Bild ist nicht mehr da, was ich gesehen hatte. Ich gucke mal bei dem weißen Totenkopf, ob es da vielleicht noch drin ist. Ne. Ne, da muss ich, also da will ich auch den Verkäufer kontaktieren. Das geht nicht. Also es gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ja gut, das ist ein bisschen Keramik. Klar, das ist jetzt kein großes Hexenwerk, einen Totenkopf in Keramikform zu machen und dann halt oben passen, sodass man ein Echo ballern kann oder so. Die müssen ja auch Geld an Amazon, denke ich mal, zahlen, weil sie das als Echo-Halterung verkaufen. Aber dann geht das gar nicht. Also so von außen, die Qualität sieht gut aus. Ist halt normal Keramik, hat eine Totenkopfform, ist hier an manchen Stellen rau, an manchen Stellen nicht. In drinne, ja, geht, ein paar scharfe Ecken sind hier aber und so. Die Kante geht auch relativ, aber dieses, ist das Kleber hier noch drauf? Das ist irgendwas auf dem, was aus dem Auge, was im Auge ist. Da ist irgendwie noch Kleber drauf, der so ein bisschen matschig ist. Ja, also. Hier ist das halt, so sieht es aus. Und das sorgt dafür, dass es halt leuchtet. Oder dass das Leuchten durchgeht. Und dadurch, dass es halt drauf ist und dann halt fast dicht ist, leuchten dann praktisch hier die Augen. Da sind so Pinüppelchen hier, die noch rausgucken. Sieht man, ich hoffe, man sieht das halt im Video so ein bisschen. Ist ein schönes Gimmick. Ich will es jetzt nicht schlecht reden. Ist ein schönes Gimmick. Aber ist mir persönlich die 33 Euro jetzt nicht wert. Sage ich euch so, wie es ist. Obwohl ich auf Totenköpfe stehe. Es sieht cool aus und so. Es ist auch an sich gut verarbeitet. Aber ich habe mehr Leuchten erhofft. Also, dass man ein bisschen mehr rauskriegt. Weil das Ding leuchtet stark genug. Also, aber hier kommt kaum was an. Teilweise. Dann hier hinten mit dem Kabel. Der hätte wenigstens so ein paar Millimeter hätte der Totenkopf nach hinten noch ein bisschen größer sein sollen. Oder dass man dann halt hier hinten. Ja gut, dann wäre halt nicht mehr dicht. Na doch, wäre noch dicht. Dass man hier hinten vielleicht eine Kerbe drin macht. Dass der Kabel dann halt hinten raus, also für die Geräte, wo dann halt einen dickeren Kabel hat, dass man das dann halt von hier anschließen kann. War aber schon eine gute Idee, dass man den hier unten verschwinden lassen kann. Dann geht er hinter den Schrank, dann sieht man den nicht. Aber da hätten sie hier hinten, oder eine Ausbuchtung, dass sie hier hinten halt so eine, dann hat er halt hinten so eine kleine Kante. Ist doch scheißegal. Wenn dass es dann, Hauptsache ist halt weiterhin zu, dass es dann halt wenigstens hier hinten noch ein Stück weiter rausgeht, dass der Kabel hier nicht so sehr abgeknickt wird. Weil der ist, und ist ja nicht mal nur der normale Kabel, den man hier so knicken kann. Das wird, der ist ja direkt hier oben, seht ihr ja, wie vorformt der schon ist. Direkt hier wird es abgeknickt. Und das ist mir nichts, ehrlich gesagt.
Muss ich so sagen. Also das ist mir nichts. Da werde ich den Verkäufer kontaktieren. Das geht zurück. Das ist mir keine 33 Euro wert. €10-15, ja. Weil es ja Keramik, so wie so eine Tasse, so in etwa, würde ich sagen, 10-15 Euro, so eine Sammlertasse oder sowas, gibt es ja auch für den Preis. Oder andere Keramikfiguren, also so 10-15 Euro würde ich schon dafür ausgeben, ja. Aber 33 Euro, oh, da unten sieht schon aus, als wenn da ein Riss ist. Nee, da sind mehrere Risse. Nee, Katzenhaar, Entschuldigung. Hier ist auch gut halt. Ja. Nee, an sich wirklich schön, optisch, ein Hingucker. Wer auf Totenköpfe steht, so wie ich, ist für die mir so, also vor allen Dingen weiß, sieht auch gut aus. Aber mein Fazit ist, dass ich ihn abgeben werde wieder, weil ich habe mir ein bisschen mehr davon erhofft. Ein bisschen mehr Leuchten. Und nicht, dass der Kabel hinten so abgeknickt wird. Dafür ist es, das sind mir keine 33 Euro wert. Ja, dafür, dass man halt dann trotzdem halt das Licht halt kaum sieht. Man sieht die Uhr. Wenn er dann halt hier oben drauf ist, man sieht die Uhr. Und dann ganz minimal das Leuchten und so. Also, nee. Nee, da brauche ich mir den Totenkopf ohne hinstellen. Sag ich so, wie das ist. Da spare ich lieber 33 Euro. So. Nichtsdestotrotz, wartet jetzt. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.